Die Mitstreiter Oksana und Chiro haben je 20 Jahre Gastroerfahrung. Sie kennen ihre Branche und die Stadt. Wir sind hier im wunderschönen Stadtteil Unterbilk in Düsseldorf und der ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr kreativ ist, viele kleine Läden hat und wir sind sehr gespannt, was hier heute mit uns passiert. Systemgastronom Schu und Restaurantchefin Coco sind zwar etwas jünger, aber nicht minder ehrgeizig. Gewinnen wollen sie alle. Guten Abend, herzlich willkommen in Rob's Kitchen. Hallo, ich bin der Rob. Hallo, ich bin Coco. Hallo, Rob. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Woche, weil die sind sehr unterschiedlich und das wird spannend. Kommen Sie rein in unser Restaurant, in Rob's Kitchen. Wünsche? Mein Wunsch, dass alles glatt läuft. Düsseldorf hat mit 2500 Lokalen bundesweit die höchste Restaurantdichte. Da gilt es, Eindruck zu machen. Schön hier, ne? Ja. Gefällt's. Ja. Sehr schön. Ganz gemütlich hier. Sauber. Ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das ein eher moderneres Lokal ist. Ich vermisse hier ein bisschen so eine Wärme, eine persönliche Handschrift. Also mir gefällt's, aber ich habe auch jeden Tag mal eine andere Stimmung, ne? Weißt, das ist von daher für mich cool, aber du siehst mal, wie die Unterschiede sind, ne? Gute Lage, guter Look, das reicht nicht in Düsseldorf. Die Gäste aus der Landeshauptstadt erwarten zum Beispiel auch Top-Service. Schön, dass ihr einen schönen Platz gekriegt habt im Restaurant. Das ist mein Restaurantleiter, Jannemann. Grüß euch. Hallo. Wir haben gerade einen wunderschönen Hamachi reingekriegt und ich würde euch empfehlen, einen Vorspeise als Ceviche zu machen. Danke. Ich überlasse es euch. Schönen Tag. Grüße, die Damen zuerst. Die Speisekarte ist das Aushängeschild der Küche, nicht nur inhaltlich. Die hat ja richtig vorne Drehverschlüsse, so auf Holz, gutes Papier und eine ganz andere Technik. Ne? Da sind zwei Löcher gestanzt, da draufgesetzt und dann mit so richtig kleinen goldenen Schrauben. Das finde ich mal cool. Das sieht richtig gut aus. Das ist echt cool gemacht. Ja, auch das Papier ist schön. Diese Karte ist sehr schön gemacht. Hat eine Wertigkeit, nicht nur durch die Messingschrauben, auch dadurch, dass das Holz sehr, sehr fein geschliffen ist. Und der Riesenvorteil, man kann halt tagtäglich die Speisenkarte ändern. Du kannst wirklich sofort aktuell eingreifen. Die Speisekarte zeigt ja eher so eine Crossover-Richtung an, also sprich, die geht einmal quer durch alle Länder. Ja. Ich persönlich sehe hier keinen roten Faden, weil es einfach von der Bandbreite so breit gestreut ist, dass man hier wirklich auch mit der ganzen Familie, dass jeder etwas finden kann. Einen roten Faden würde ich eher in einer Pizzeria sehen, wo es halt nur Pizza gibt oder in einem Nudelhaus, wo ich nur verschiedene Nudelgerichte hätte. Aber hier hat er eine schöne Bandbreite, also hier kann jeder was finden. Und jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt wird er doch nicht gleich schimpfen und lästern. Nicht der nette Mann dort, oder? Nein, er kriegt die Kurve, er sieht das anders. Ne? Das ist eine schöne Bandbreite. Du kannst mit der Familie kommen, als Businessman kommen, Casual Dining, Fine Dining, du findest eigentlich alles hier. Das passt aber auch zu Rob, das passt zu den Niederländern, das passt zu einer Stadt wie Düsseldorf. Da muss man breit aufgestellt sein. Rob's Kitchen, also seine Küche, interessiert seine Kontrahenten Coco und Schu jetzt brennend. Wow. Hallo. Hi, Rob. Hallo, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. So, der Fischhändler hat nicht viel Zeit. Der ist gerade extra aus Holland gekommen. Der hat uns neue frische Fisch gebracht. Kommt mit rein, der hat nicht so viel Zeit. Okay. Wir gehen uns den Fisch aussuchen. Okay. Kommt mit. Der Rob war ein bisschen aufgeregt, denke ich. Man hat gesehen, dass er sehr, sehr hektisch war. Na, kein Wunder. Vor der Tür stehen fangfrische Fischleckerbissen zur Auswahl. Die müssen möglichst schnell in die Kühlung. Frischer Thunfisch. Ja. Vakuumiert. Sushi-Qualität. Als Alternativ zum Thunfisch hat er uns einen Hamachi bestellt. Das ist eine Gelbflossmakrele und ein frischer Lachs. Der hat auf jeden Fall einen unglaublichen Anspruch an Qualität, Frische. Das habe ich schon gemerkt und das wird sich auch jetzt so durchziehen. Das waren echt edle Fische. Ne? Also Hamachi aus Japan, den kennt man also normalerweise nur beim Japaner zum Beispiel. Dann der Thunfisch, der war sehr schön. Und der Riesenlachs. Der Riesenlachs. Im Gegensatz zum Lachs zählt der Hamachi, auch bekannt als Gelbschwanz oder Goldmakrele, zu den Salzwasserfischen. Sein Fleisch ist kräftig und fest. So, wir haben ja jetzt gerade hier den Ceviche, die Gelbflossmakrele bekommen und werden dann gleich für dich die Vorspeise damit machen. Super. Makrele hat ist ein guter, intensiver Geschmack. Ne? Und viele stehen ja nicht so auf intensiven Geschmack. Ne?
Der Hamachi wird bis zu 1,50 Meter lang. Das muskulöse Fleisch des flinken Räubers hat eine leichte Süße und schmeckt etwas mineralisch. Also du machst ja jetzt ein Ceviche, ne? Letztendlich ist es eine Garmethode über Säure, ne? Bei uns, das Carpaccio wurde erst über die Italiener eingeführt, dann jetzt die letzten Jahre ist es Ceviche, roh mariniert, ne? Frischer Fisch bei der Qualität, mega. Und jetzt kommt das Hawaiianische, das heißt dann Poke oder Poki. Was für eine Zitrusfruchtmarinade würdest du da nehmen? Wir nehmen da Limetten dafür gleich. Mhm. Wir werden die gleich zusammen, werden wir die aus dem Kühlhaus holen. Und dann werden wir die gleich zusammen raspeln und auch pressen. Ja. Also im japanischen Restaurant ist es eher No-Go, so Fisch, frischen Fisch, so einen guten Hamachi zum Beispiel zu marinieren, weil man eigentlich wirklich den Fischgeschmack rausschmecken soll und als Sashimi essen soll. Die Japaner machen vielleicht noch ein bisschen Spritzer Sojasauce hin. Das ist ein Fischspezialist. Ja, das ist cool. Der Fisch ist jetzt vorbereitet für die Vorspeise. Ja. Den schneiden wir gleich alle, wenn nicht, schneiden wir den runter. Okay. Und bevor wir hiermit weitermachen, machen wir jetzt erstmal die beste Vorspeise fertig. Jetzt macht ihr die Marinade, frische Limette, frische Zitrone, einen sauren Apfel dazu. Das könnte richtig spannend werden. Die Zitronensäure löst im dünn geschnittenen Fisch den Garprozess aus. Die Säure zersetzt das Bindegewebe der Muskeln und macht das Fleisch weich. Mit Apfel habe ich auch noch keine Ceviche gegessen. Nee. Ist das so dein Special-Ding, was in das Ceviche reinkommt? Genau. Ja? Weil eigentlich auch der eine sehr schöne Säure hat. Der Apfel, der Granny Smith, ist ja so der sauerste Apfel mit. Ja, das ist auch wirklich. Ja, das passt dann natürlich auch nochmal zu den Zitrusfrüchten. Also so, das war schon auf jeden Fall eine gute Idee. Diese Marinade ist noch nicht komplett fertig. Hier habe ich die fertige. Ja. Ihr könnt mal probieren. Ja, gerne. Hier habe ich einen frischen Löffel für euch. Bitte schön. Dankeschön. Und das brauchen wir später nochmal dazu. Ist die Marinade gut genug für den teuren Hamachi? Lecker. Gut? Eine schöne Säure. Ich bin gespannt. Hoffentlich versauert der Fisch nicht. Hier sind die Vorspeisen für die Düsseldorfer Runde. Oksana hat sich das Risotto mit Jakobsmuscheln als Vorspeisengröße bestellt. 15,50 Risotto, Jakobsmuschel, schöne Farbe, tolles Reiskorn, was man so sieht. Chiro testet Robs Version vom Salat Niçoise. Shu hat sich für Robs Bowl mit Kalbstafelspitz entschieden. Und Coco ist gespannt auf das Marinierergebnis bei der Ceviche Hamachi. Also sehr schön angerichtet. Ja, ist auf jeden Fall angerichtet. Also mir gefällt es auch. Das ist die Vorspeise, ne? Kannst dich ja warm anziehen die Woche, ne? Dann kriegst du gleich Druck, ne? Gleich mal Druck. Rob baut Druck auf, ne? Oksanas Motto ist alles oder nichts. Ist dein Gericht alles oder nichts? Das Risotto ist genauso, wie es sein sollte. Ist sehr, sehr schlotzig. Oh, ich liebe das Wort, schlotzig. Ja, schlotzig ist wirklich, das Reiskorn muss außen cremig, schmierig sein. Und innen drin. Muss ein fest oder noch ein bissfester Kern. Der darf aber nicht zu hart sein. Das machen die meisten nämlich falsch. Alles Profis, ne? Gut, ich hab's dann Feierabend. Ich gehe dann mal. Mega! Also, toll erklärt. Gute Runde. Bleibt dran die Woche. Wird spannend. Und die Jakobsmuscheln sind sehr, sehr glasig, sehr richtig gebraten. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Mir schmeckt es sehr gut. Ich würde bei meinen Vorspeisen von einer Skala von 1 bis 10 ruhig 10 geben. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Toll, das ist notiert. Bist du auch so begeistert, Shu? Ich habe ja Kalbstafelspitz bestellt. Die sind sehr, sehr sehnig und im Mund kann man das kaum zerkauen. Okay, gut. Das ist gut, es wird wieder dunkler im Tunnel. Das Fleisch sieht eigentlich sehr gut aus. Schade, dass das so sehnig ist. Willst du ein Stück probieren? Auf jeden Fall. Ja. Schneid mir mal ein Stück ab, dann weiß ich, was du meinst. Finde ich auch gut. So ein bisschen Teller-Sharing. Das ist ein Wettkampf. Und man hat einfach auch mal eine andere Meinung. Auch ich hier, wenn ich hier sitze, finde ich eigentlich gut, wenn jemand anders noch mal kostet. Vielleicht ist Shu ja zu pingelig. Was denn für dich jetzt sehnig jetzt, wo du das probiert hast? Das ist leider so, da sieht man ja auch die Sehne. Aber ich finde, also wenn man jetzt das reine Fleisch nimmt, dann ist das sehr schmackhaft. Ja. Tafelspitz selber hat keine Sehne durchs Fleisch. Ja? Es ist eher außen umliegend, hat eine Fettschicht und von der anderen Seite hat es eine kleine Silberhaut. Vielleicht ist da irgendwie ein Fitzelchen dran geblieben. Ohne dieses Sehnenproblem, finde ich, wäre das auch ein toller Teller. Genau, würde ich auch sagen. Wenn die Sehne abgewesen wäre, würde ich es echt ganz gut finden. Eigentlich ein gutes Gericht und schade, dass man dann Punkte auf der Strecke lässt wegen sowas. Ne? Und ich glaube, dass der liebe Robby Tobi innerlich fährt die
holländische Eisenbahn. Vorsicht am Bahnsteig, auf Kokos Gesicht fährt Unbehagen ein. Ja, schiefgehen, man hat nicht immer alles unter Kontrolle. Man muss immer rechnen mit die Variable von anderen. Aber darauf muss man ja eingreifen. Ne? Ich meine, wenn es nicht läuft nach Plan, muss man den Plan umändern oder man muss flexibel sein. Stimmt, alles, was er sagt. Jetzt reden die Mitstreiter Klartext, ob es dem Chefkoch passt oder nicht. Hat es euch geschmeckt? Mir hat es super geschmeckt. Ich würde das Gericht jederzeit wieder bestellen. Ich hatte deine Interpretation von Niçoise-Salat. Salat Niçoise ist ein Salat mit Ei, mit Thunfisch, mit Bohnen. Ich habe hier den Thunfisch, der halt nur ganz kurz angebraten ist. Sashimi-Qualität, wirklich sehr, sehr schmackhaft. Ein Beweis dafür, dass also ein Salat eben auch mit nicht nur mit Thunfisch aus der Dose geht. Diese Bohnencreme passte perfekt in der Säure auch dann zu dem Thunfisch. Die Bohnen und die Zuckerschoten, lecker. Was soll ich noch sagen? Lecker. Also das Essen ist super. Und wie beurteilt Coco das Fischgericht mit den peruanischen Wurzeln? Beim Ceviche ist das leider so, dass es mir nicht so gut geschmeckt hat, weil es war überhaupt gar keine Marinade mehr auf dem Teller. Ich befürchte, dass die Glasnudeln das alles aufgesaugt haben. Mhm. Ansonsten fand ich auch die Marinade leider ein bisschen zu eintönig. Es hat tatsächlich nur nach Limette und Zitrone geschmeckt. Mir haben Kräuter gefehlt, mir hat Chili gefehlt. Und tatsächlich war der eigentliche Geschmack der Makrele ist absolut untergegangen in dem Gericht. Also es war wie ein reiner, saurer Fisch eigentlich. Man merkt sofort, die kennt sich aus. Also wir haben hier lauter Profis, junge Menschen, die richtig was auf dem Kasten haben. Ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr verhofft. Und deswegen muss ich leider sagen, dass es mir nicht allzu gut geschmeckt hat. Wie jetzt der Rob damit umgeht, das ist jetzt auch die nächste interessante Geschichte. Ne? Ding-ling-ling. Okay, das ist eine Kritik, die ich sage dir. Da werde ich erstmal keine Stellung zu nehmen. Das werden wir mit dem Küchenteam beraten und werde da später nochmal eine Stellung zu nehmen. Okay. So ein bisschen emotionslos vielleicht, denkt man so, aha, also ich würde jetzt da sitzen in dem Wettbewerb und sagen, muss ich jetzt neu einordnen, wie er da jetzt mit umgeht. Aber irgendwie hat das auch was von Professionalität, ne? Der Chefkoch zieht sich zur Beratung zurück. Die Coco hat Stellung dazu genommen, dass die Vorspeise halt ihr nicht so geschmeckt hat, wie sie sonst schmecken soll. Ich finde eigentlich, es hätte vielleicht ein bisschen mehr Hamachi-Fond da reingekönnt. Aber ich meine, wenn sie das gegessen hätte, nicht so wie sie es jetzt gegessen hat, erst die Glasnudeln, dann den Hamachi, hätte sie das als Hamachi mit die Glasnudeln zusammengegessen, dann schmeckt das auch. Nur ganz alleine ist ja langweilig, oder? Mir gefällt der Typ. Also sage ich jetzt einfach so, interessanter Mensch, interessante Ansätze, Quereinsteiger und Querdenker. Was fühlst du? Nichts. Spannend. Weiter geht's. Wir essen gleich noch eine Mandarine und gleich geht's weiter mit dem Hauptgang. Der ist nicht beleidigt. Der macht jetzt das, was er vorhin mal gesagt hat. Ne? Du musst flexibel sein. So, Augen zu, weiter geht's. Bums, kochen, eine Mandarine essen und danach geht's weiter. Never change a winning team. Rob rockt den Laden mit insgesamt 10 Leuten, aber heute steht er für alle Fehler alleine gerade. Die Mitstreiter Oksana und Chiro rücken ihm jetzt noch auf die Pelle. Was machst du gerade? So, geht jetzt weiter im Hauptgang und wir machen jetzt für euch den Hauptgang. Es gibt Kalbsleber. Wenn du ein Leber von Kalbsleber von einem Metzger holst, das ist schon ein riesengroßer Klopfen. Damit ganz danach muss man diese das Silberhäutchen dann abziehen. Häutchen abziehen, richtig. Und bei ihm ist schon so alles so vorgefertigt und sehr ordentlich eingerollt. Ich fand, das war sehr gut vorbereitet. Also sehr gutes Mise en place. Das gefällt mir auch gut. Du kannst einfach das gut portionieren. Die Leber ist schön zugeputzt. Also alles in Ordnung. Was hast du jetzt schon damit alles gemacht? Ja, die ist ja eigentlich komplett sauber. Das heißt, die ist ready zum Braten. Ja, du hast jetzt, wir schneiden jetzt gleich noch ein paar Adern jetzt weg hier. Ist halt ein Klassiker auch, ne? Eine Leber, ne? Das muss man mögen, Innereien muss man mögen. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Innereien. Ich esse es alles. Aber Leber ist ein Klassiker, super. Kurz gebraten, man muss aufpassen, es können schnell zäh werden. Ne? Das muss man können. Jetzt wird sie gewürzt, meliert und dann geht's auf den Grill. Chefkoch Rob isst selbst keine Innereien. Mal sehen, ob ihm das Gericht ohne Probieren gelingt. Mehl machen wir eigentlich immer drauf, aus dem einfachen Grund. Leber ist ja eigentlich ein Innerein,
was sehr feine Poren hat. Sollten wir das jetzt nicht melieren, kriegt man eine ganz andere Struktur im Fleisch, die eigentlich nicht schön ist. Jetzt kriegst du eine schöne, krosse Schicht. Würden wir das nicht melieren, würde die Blutzellen würden aufplatzen und da würde es eigentlich eine ganz schwarze Haut kriegen. Ach, das ist einfach so unglaublich feinfaserige, ganz feine Poren. Süß, ne? Also eine ganz feine Struktur hat es halt. Und da schützt dir quasi diese kleine Mehlschicht, dass es einfach gleich mal zu schnell oberflächig verbrennt, ja, dass die Hitze zu schnell durchzieht. Dann wird eine Leber einfach so, ja, langweilig. Langeweile kommt für Russin Oksana nicht in Frage. Sie hat die Leber bestellt und will ein Erlebnis auf dem Teller. Und wie lange tust du das braten? Ja, du wirst das ja gleich sehen. Nach 2-3 Minuten kriegt das eine schöne Schicht. Du siehst ja auch schon eigentlich, dass das anfängt dass es kleiner wird. Ja. So, und mit machst du noch ein bisschen Öl drauf, dass du eine schöne, krosse Farbe kriegst gleich. Wie soll man eigentlich eine Leber geschmacklich beschreiben? Ne? Also es ist ja gar nicht so leicht. Ne? Also so Innereien ist ein eigenes Thema. Ne? Hat eine eigene Struktur, wenn du drauf beißt. Leber kann, ist sehr kräftig im Geschmack, kann ein bisschen bitter werden. Kann man übrigens in Milch einlegen, da verliert man ein bisschen die Bitterlichkeit. Es ist letztendlich ein Organ. Ne? Schwierig zu beschreiben. Was kochst du oder was machst du? Das wird jetzt eine Aromatenpfanne. Was meinst du damit? Eine Aromatenpfanne machen wir jetzt eigentlich immer im Haus, weil das eigentlich nochmal ein Geschmacksträger extra ist. Du machst ja immer das Hälfte Butter, halbe Öl. Weil würdest du das pur in Butter machen, würde sich die Partikel von Butter, würden die Molke verbrennen. Darum machst du einen Teil Öl und einen Teil Butter, da der Erhitzungsgrad viel höher kommt. So, jetzt hast du das Öl drin, ja. Hier hast du die Butter drin und das lässt du erstmal homogen werden. Das bedeutet, Butter und Öl sollen sich in der Pfanne gleichmäßig verbinden. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Thymian rein, frische Kräuter. Ja, weil das gleich einen schönen Geschmack gibt an die Leber. Ich war verwundert, dass er nur Thymian zur Butter hinzugegeben hatte. Ich für meinen Teil hätte, um es noch ein bisschen würziger zu machen, hätte ich noch Zwiebeln dazu getan. Ja, Zwiebeln kann man so oben drüber machen, da verwechselt er was. Hier geht es einfach nur um die reine Aromatik der Leber. Aber wie man halt bei uns im Rheinland sagt, jeder Jeck ist anders. Und schauen wir mal. Da schau! So viele kritische Zuschauer hat Chefkoch Rob sonst auch nicht. Ja, tja, die Burschen schauen zu. Na schön, ne? Chef arbeiten sehen, ne? Ich finde das auch gut, dich arbeiten zu sehen. Ich finde das auch gut, dich arbeiten zu sehen. Vielleicht kann man bei ihm ja noch was lernen. Das nennt man Arrosieren, was er jetzt so macht, dieses Überschütten. Ne? Siehst ja jetzt langsam, dass dies schon langsam gar ist. Da hat noch ein bisschen Widerstand. Das heißt, die geht jetzt oben drauf und die lässt jetzt nebenbei hier schön. Ich habe einen Eindruck von ihm, dass er sehr perfektionist ist, dass er möchte so alles so auf ganz hohem Niveau und gibt sich auch sehr viel Mühe daran, auch sehr verstärkt und sehr ärgert sich, wenn es irgendwas und Kritik kommt an ihn und ja. Möchte alles am besten Niveau hinkriegen. Ein Holländer vom platten Land als Gipfelstürmer? Na, ob das gut geht? Hier sind die Hauptgerichte für die vier Mitstreiter. Libanesin Coco probiert den Kabeljau aus dem Atlantik mit Kürbisrisotto. Kabeljau mit Kürbisrisotto. Schaut schön aus, 24,50. Auch der Preis finde ich gut. Dient dieser Hauptgang der Völkerverständigung? Die Berliner Leber für Russin Oksana. Italiener Ciro testet das spanische Iberico-Schwein. Das 2 Tage gegarte US-Rind ist für Japaner Schuh. Das ist mein Essen, das schaut jetzt noch mal. Oder es könnte meins sein. Schaut noch mal anders aus, ne?